377 Tage Standzeit für das Juwel Lido 120, also etwas mehr als ein Jahr jetzt. Und in der kompletten Zeit habe ich den Filter noch nicht ein einziges Mal sauber gemacht. Ich habe die ganze Zeit über gesagt, wenn er das Jahr voll hat, dann schauen wir mal zusammen rein. Ist jetzt knapp über ein Jahr und ich würde sagen, heute soll es dann auch mal soweit sein. Ja, und wir schauen mal rein, wie das Ganze im Inneren des Bioflows ausschaut. Ja, der Bioflow hängt ja beim Juwel Lido oder grundsätzlich bei den Juwelbecken auf der rechten Seite. Ja, ein bisschen schade, dass der Juwel so unflexibel ist. Ne? Also man hat keine Möglichkeit, ihn einfach mal irgendwie umzusetzen, rauszunehmen, was auch immer. Ich bin kein Freund von dieser Geschichte, ne? Weil es eben so unflexibel ist. Aber Thema Standzeit, natürlich auch ein entscheidendes Thema. Und da muss man schon sagen, da ist er schon nicht so schlecht. Ist nicht der erste Bioflow, den ich über so eine extrem lange Zeit oder in Anführungszeichen extrem lange Zeit am Laufen habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Freund davon, prophylaktisch einen Filter sauber zu machen. Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Viele machen den ja irgendwie häufiger sauber als am liebsten kann, mehr oder weniger. Es gibt eigentlich keinen Grund, einen Filter sauber zu machen, wenn er vernünftig funktioniert. Ne? Sprich in erster Linie die Wasserwerte stabil sind und eben auch noch eine ordentliche Durchströmung vorhanden ist. Und beides ist hier eigentlich immer noch gegeben. Also es gibt nach wie vor keinen Grund, den hier sauber machen zu müssen. Aber wir machen es heute dennoch mal. So, wir schauen mal rein von oben. Also ich denke mal, man kann es erkennen, eine ordentliche Durchflutung ist in jedem Fall noch da. Da gibt es überhaupt kein Problem. Der Auslauf sitzt ja da hinten. Also da kommt immer noch ordentlich was raus. Also durchgeschlampt ist das Filtermaterial definitiv nicht. Das sieht immer noch völlig in Ordnung aus. Und wie gesagt, die Wasserwerte sind auch absolut stabil und es macht keine Probleme. Wasserwechsel gibt es hier ja, in der Woche so um die 10%. Sorry für den kleinen Wackler. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und somit fahre ich das Becken jetzt, wie gesagt, heute auf den Tag genau 377 Tage. So, Schritt 1, Pumpe aus und Heizer aus. Der Heizer hockt ja hier direkt mit in dieser Filterkammer. Und da ich jetzt auch gleich einen guten Schluck Wasser rausnehmen werde, kommen wir gleich zu. Mache ich eben jetzt Heizer aus und eben die Pumpe aus, nicht dass das Ganze am Ende trocken läuft. So, ich habe mir hier eine Box hingestellt, wo wir gleich mal das Filtermaterial reinpacken können. Die mache ich jetzt einmal voll mit Beckenwasser. Damit unser Filtermaterial auch schön am Leben bleibt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist mit Leitungswasser so Filtermaterial durchspülen. Das sollte man tunlichst nicht tun. Immer mit Beckenwasser arbeiten. Ja, dann bleiben die Filterbakterien auch am ehesten am Leben. Und darum geht es ja. Ja, Filterbakterien müssen sich aufbauen, sollen sich aufbauen. Die sind letztendlich für die komplette Reinigung zuständig und nichts anderes. Und die möchten wir ja nicht grundlos abtöten. So, ich habe jetzt die Box ordentlich volllaufen lassen. Nicht ganz, aber um die 15 Liter sind drin. Knappe 20 passen da rein. Die stelle ich mir jetzt hier nebenhin. Natürlich sollt ihr so viel wie möglich mitbekommen. Schauen wir mal, dass wir das jetzt hier einigermaßen hinbekommen. Also den Leuchtbalken können wir ja schön verschieben, dass wir ordentlich Platz haben. Hier oben gibt es so einen kleinen Deckel. Den machen wir weg. Ich habe hier diesen Garnelengard dran, dass keine Garnelen sich im Filter über diese Ansaugritze, die doch ziemlich groß sind, ja, dass sich da kein Tier drin verlaufen kann. Ja, da sehen wir die Filterschlitze, die Einlaufschlitze. Das Wasser geht ja von den Schlitzen aus in den Filter rein, wird dann durch die beiden Kammern durchgedrückt und kommt unten wieder raus. Beziehungsweise es gibt am Ende von Filter
Paket 1. Das sind ja zwei Pakete. Ich ziehe sie jetzt mal nach und nach raus. Das hier ist der erste. Und am Ende von diesem gibt es nochmal einen Ausgang schon direkt zur Pumpe. Ne? Also das ist nicht so, dass alles komplett einmal rund läuft, sondern eben ein Teil vom Wasser direkt nach diesem ersten Filtereinsatz schon wieder nach draußen ins Aquarium befördert wird. So, ein bisschen weiter unten ist das zweite Paket. Auch das nehmen wir mal raus. So, jetzt können wir natürlich hier in dieser Box nicht so sonderlich viel erkennen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich versuche das gerade mal mit einer Taschenlampe ein bisschen einzuleuchten, auszuleuchten. Beziehungsweise werde mir mal den Leuchtbalken hier zu Hilfe nehmen. Aber wie wir sehen können, da drin sieht es ganz gut aus. Na, also kein übermäßiger Schlamm, der sich da irgendwie abgesetzt hat. Ich denke mal unten auf dem Boden. Nee, auch nicht. Ja. Also da ist so gut wie nichts, was sich irgendwie abgesetzt hat. Alles, was an Schlamm da ist, an Filterschlamm, an Filterbakterien, hängt hier komplett in diesen Filtermedien. So, die schauen wir uns jetzt gerade mal ein kleines bisschen genauer an. So, die braune Brühe erstmal entsorgt. Also der obere Korb bzw. der untere Korb, der muss ja zuerst wieder rein. Biologisches Filtermaterial. Eine, ja, so mittelgrobe Matte und eben, wie gesagt, nochmal zweites Filtermaterial obendrauf. Rein als Biofilter gedacht. Und das Ganze stelle ich jetzt so, wie es ist, auch wieder rein. Also ich habe da überhaupt nichts großartig sauber gemacht. Ne? Allein schon das Rausziehen und ja, mal dieser kurze Kontakt da in der Box mit ein bisschen mehr Platz auch nach rechts und links und oben und unten hat eben schon völlig ausgelangt, dass sich da einiges rausgelöst hat und das genügt. Also man muss da nicht wie ein Bekloppter anfangen und jedes einzelne Steinchen putzen und die Filtermaterialien, hier die Schwämme oder was weiß ich, komplett ausringen. Das ist absolut nicht nötig. Grober Schmutz wegnehmen. Wenn da irgendwelche Pflanzenteile drauf sein sollten oder was weiß ich, dann nimmt man die eben runter. Das schaut so, wie es ist, völlig in Ordnung aus und kann jetzt auch wieder rein. So, das ist hier ein bisschen komplizierter wegen diesem Lavasäckchen. Ich werde jetzt auch, glaube ich, diesen Einsatz einfach rauslassen. Na, das geht nämlich auch. Also einfach Filterbeutel rein, die Matten wieder oben drauf gelegt und fertig ist die ganze Geschichte. Na, überhaupt kein Hexenwerk. Das Teil hier ist zwar bequem, wenn es da ist, aber ich werde es jetzt einfach draußen lassen. So, bevor wir das Ganze wieder einschalten, gibt es natürlich auch wieder ein bisschen was an Wasser. Ist ja ein bisschen was rausgekommen. Das war jetzt ein 50-50 Mix, Osmose und Leitungswasser. Becken ist jetzt wieder fast gefüllt, das heißt Strom kann wieder drauf auf die Pumpe und auch auf den Filter. Und das Ganze kann weitergehen. Schutz wieder drauf für die Ansaugung. Ja, Kampffisch, der würde sich nämlich auch sehr, sehr schnell dann da drin verheddern oder ja quasi angesaugt werden. Das möchte ich natürlich nicht. Jetzt muss ich gerade mal selbst überlegen, wie war denn das? Ah ja, genau, so rum, einmal falsch schon. Ja, wenn man das so wenig macht, ne, kommt man schon mal durcheinander. So, Deckelchen wieder drauf. Und ich würde sagen, auf das nächste Jahr. So eine leicht braune Wolke ist unterwegs, das ist aber völlig normal. Das sind so eben die Reste, ne, was eben so jetzt angefallen ist, dadurch, dass das Ganze jetzt eben auch stillgestanden hat. Wird jetzt erstmal wieder zurückgespült ins Becken. Das legt sich aber innerhalb der nächsten 1 bis 2 Stunden und dann ist die ganze Geschichte auch wieder komplett klar. Ja, Schwebeteilchen waren nie ein Thema. Denke ich auch nicht, dass es irgendwann mal ein Thema sein wird. Das sieht bisher
Und das sah bisher alles richtig gut aus und wie gesagt, absolut stabile Werte, nie wirkliche Probleme mit gehabt. Und das eben jetzt die erste Reinigung gewesen nach 377 Tagen. 377 Tage, ja, ist schon eine ordentliche Zeit für so einen Filter. Die erste Reinigung oder ja, Reinigung in dem Sinne ja auch wieder nicht, aber zumindest mal ein bisschen Wasser an Hand angelegt und jetzt das Ganze auch wieder fit für Minimum ein weiteres Jahr. Es gab eigentlich auch keinen Grund, hier schon was zu machen. Wie gesagt, Wasserwerte absolut stabil und das sollte auch so die Richtschnur sein. Wenn ihr merkt, euer System funktioniert so wie es ist, ohne Probleme, ihr kommt mit euren Wasserwechselintervallen genauso hin, ohne dass sich die Werte zu sehr ins Negative verändern, dann gibt es auch keinen Grund, den Filter sauber zu machen. Ja, zweiter Indikator wäre vielleicht noch der Durchfluss, wenn der zum Erliegen kommt oder merklich nachlässt, auch dann wäre vielleicht mal Zeit, mal zu schauen, was ist denn da los, ne, dass wieder ordentlich Durchfluss da ist, dass die Bakterien auch dementsprechend Sauerstoff bekommen, aber ansonsten gibt es keinen Grund, einen Filter sauber zu machen. Thema Filtermaterial und Austausch, falls das irgendwie als Frage kommen sollte, da gibt es ja insbesondere bei Juwel so eine Tabelle, die kann man sich mal anschauen. Da wird dann empfohlen, wann man was austauschen soll. Und da kann ich ehrlich gesagt nur mit dem Kopf schütteln. Ja, also angefangen von dieser Feinfilterwatte, die beim Bioflow ganz oben sitzen soll, die in erster Linie dafür da ist, dass sie den ersten groben Dreck weghält, soll einmal die Woche ausgetauscht werden. Also was an Filterwatte kaputt gehen kann, erschließt sich mir nicht. Das muss nicht sein. Das ist aus meiner Sicht Geldschneiderei ohne Ende. Wenn ich überlege, jede Woche da so ein Pack zu kaufen, Dreierpack, Fünferpack, keine Ahnung, was der kostet, das geht schon alles irgendwo ins Geld und aus meiner Sicht völlig sinnbefreit. Filterwatte geht nicht kaputt. Selbst wenn die sich irgendwann mal in Fetzen auflöst, ne, auch dann holt sie noch einiges raus. Also die könnt ihr so lange verwenden, bis sie dann wirklich mal komplett auseinanderfällt. Gleiches gilt auch für die Filtermatten. Ich glaube, die feinporige alle 3 Monate und die grobporige alle 6 Monate. Also auch was da kaputt gehen soll oder weshalb da ausgetauscht werden soll, erschließt sich mir nicht. Also die ganzen armen Hamburger Mattenfiltersysteme, die schon jahrelang am Stück mit derselben Matte laufen, ja, was machen die eigentlich? Also irgendwie völlig absurd, da irgendwie solche Empfehlungen rauszugeben. Cirax, diese kleine weiße Box mit dem biologischen Filtermaterial, auch da steht es genau drin in der Gebrauchsanweisung, dass man das Ganze alle 12 Monate austauschen soll. Also biologisches Filtermaterial auf Tonbasis oder auf Keramikbasis in dem Sinne muss nicht ausgetauscht werden. Ja, da geht es ja um die Porosität vom Material an sich und da geht ja nichts kaputt. Ja, das wäre genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt Lava alle paar Monate austauschen würde, wäre genauso sinnfrei. Ja, das mal dazu. Falls ihr noch weitere Fragen habt, irgendwie gerne ab damit in die Kommentare. Es kann gut sein, dass ich zum Thema Filterreinigung, Filtermaterialaustausch auch nochmal ein separates Video machen werde. Ich denke mal, da gibt es einiges an Irrglaube, was da so unterwegs ist und wo auch aus meiner Sicht extrem viel Geld verschwendet wird. Ja, falls ihr noch Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, machen wir ein Deckelchen drauf für heute und mal schauen, wie das Ganze sich hier weitergeht, beziehungsweise wann es das nächste Mal dann wirklich nötig wäre, hier am Becken Hand anzulegen. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.